Frau Wagenknecht, am Freitag wird im Bundestag über das neue Hilfspaket für Griechenland abgestimmt. Die Linke, so war zu lesen, will diesmal auch mit Ja stimmen. Ist das eine Zustimmung für Wolfgang Schäuble oder für Alexis Tsipras? Also, ob wir mit Ja stimmen, ist noch gar nicht entschieden. Wir werden uns ja am Freitagmorgen noch mal beraten. Gestern in der Fraktionssitzung lagen den meisten Abgeordneten die endgültigen Dokumente noch gar nicht vor. Insoweit ist das noch sehr offen. Ich sage, ich persönlich plädiere für eine Enthaltung. Das ist einerseits dem geschuldet, ich wäre dagegen, mit Nein zu stimmen, weil ich der Meinung bin, dass die neue griechische Regierung wirklich mit großem Engagement genau die Dinge anpacken will, die Griechenland braucht. Sie wollen Korruption bekämpfen, sie wollen endlich die Reichen zur Kasse bitten, sie wollen Steuerhinterziehung den Boden entziehen. Das sind alles absolut richtige Maßnahmen und sie wollen natürlich auch diese humanitäre Katastrophe, die durch die Kürzungsdiktate in Griechenland angerichtet wurde, sie wollen die bekämpfen und das, finde ich, muss man unterstützen und da sind wir auch absolut solidarisch. Ich glaube, dass die Griechen auch in den Verhandlungen alles gegeben haben, was möglich war. Aber man muss eben auch sehen, gerade Deutschland war eines der Länder, die massiv Druck gemacht haben, die griechischen Spielräume einzuengen, ihnen auf weitere Auflagen zu machen, sie im Grunde ja eigentlich alles daran gesetzt haben, dass das Wahlergebnis möglichst entwertet wird. Mhm. Das ist zwar nicht vollständig aufgegangen, aber sie haben natürlich schon ein sehr, sehr enges Korsett geschnürt. Und ich finde nicht, dass man diese Verhandlungsstrategie von Schäuble jetzt durch ein Ja legitimieren sollte. Also absolute Solidarität mit Syriza, aber klare Ablehnung der deutschen Verhandlungsstrategie. Und da kommt für mich eine Enthaltung raus. Aber dieses enge Korsett, das zeigt sich ja auch in den Papieren, die jetzt vorliegen und die Sie ja sicherlich dann nochmal im Laufe der Woche diskutieren werden, genauso wie die anderen Fraktionen auch. Da heißt es dann zum Beispiel, Griechenland wird Maßnahmen zur Bekämpfung der humanitären Krise ergreifen, sofern die sich nicht auf die Fiskalpolitik negativ auswirken. Frau Wagenknecht, wie soll das gehen? Das sind natürlich immer so auch Formulierungen, da werden vielleicht die griechischen Genossen sagen, naja, letztlich, und das kann man sogar sagen, wenn wir die Armut bekämpfen, stimulieren wir die Nachfrage, am Ende werden die Einnahmen sogar höher sein. Das ist ja auch das Absurde der deutschen Debatte, immer so zu tun, als ob durch die Kürzungspolitik die Schuldentragfähigkeit erhöht würde. Tatsächlich hat Griechenland ja in der Vergangenheit unglaublich gekürzt bei Löhnen, bei Renten. Sie haben den öffentlichen Dienst kaputtgeschlagen. Trotzdem sind die Schulden und Defizite gestiegen, weil natürlich dadurch die Wirtschaft völlig kaputt gemacht wurde. Insoweit kann man sogar sagen, eine bessere Politik, ein Schluss mit diesen Kürzungsdiktaten würde auch die fiskalpolitische Situation verändern. Nur meine Sorge ist natürlich, da Griechenland ja nicht der Freiraum gegeben wird, das selber zu beurteilen, sondern da auch weiterhin ja die sogenannte Troika eben in Form dieser Institutionen involviert sein wird, wird es bei jeder einzelnen Maßnahme ein Tauziehen geben. Und das finde ich schon sehr, sehr problematisch. Ja, aber wie soll Griechenland aus dieser Situation rauskommen und wie kann die deutsche Linke dazu beitragen? Denn Sie sagen ja zu Recht, die Troika oder die Institutionen, wie es jetzt heißt, haben weiter die Kontrolle, die Eurogruppe besteht weiter auf die bisherige Politik. Das ist auch klar so formuliert in den vorliegenden Dokumenten. Wo ist also der Ausweg aus dieser Situation? Also zum einen glaube ich, dass es dringend ist und das ist auch unsere Aufgabe, dass hier im Land mehr Debatte entsteht darüber, wie absurd, wie falsch, wie auch menschenverachtend die Kürzungspolitik gewesen ist, wie sie aber auch noch nicht mal das selbst gesteckte Ziel, wir wollen unser Geld zurück, so läuft das ja bei der CDU, CSU, also das ist ja der Slogan, dass sie noch nicht mal diesen Ziel irgendwie uns näher gebracht hat, weil natürlich das Geld, das ja die Banken bekommen haben und nicht die Griechen, nicht deshalb besser zurückgezahlt werden kann, dass man dieses Land totspart. Also das ist das eine, dass wir hier versuchen müssen, diese falsche Politik immer wieder in den Fokus zu nehmen und deutlich zu machen, Schäuble lügt, wenn er so tut, dass er mit seiner harten Haltung, also sprich mit seinem Druck, die griechische Regierung zu einem weiter so zu verpflichten, was zum Glück nicht ganz gelungen ist, dass er damit sozusagen die Interessen des deutschen Steuerzahlers vertritt. Das ist völlig gelogen und völlig falsch. Das Zweite ist, dass es natürlich jetzt ganz wichtig ist, das ist aber eine Frage natürlich von Monaten, nicht von Wochen,
dass Griechenland die Einnahmen erhöht, indem sie tatsächlich Steuerflucht bekämpfen, indem sie tatsächlich an die Vermögen der Reichen rangehen. Weil in dem Augenblick, wo Griechenland auf diese Weise natürlich mehr Einnahmen zur Verfügung hat, gibt es dann auch die Freiräume, die Ausgaben zu erhöhen. Und da kann die Troika und kann selbst Herr Schäuble und die anderen Euro-Länder irgendwann auch nicht mehr reinreden, weil dann natürlich Griechenland sagen kann, also bitteschön, das ist unser Geld, das haben wir eingenommen, das können wir bitteschön auch so ausgeben, wie wir das für richtig halten. Zeigt diese ganze Verhandlung nicht aber auch die Grenzen linker Politik innerhalb der Europäischen Union auf? Na, ganz so würde ich das nicht sehen. Griechenland ist natürlich in einer speziellen Situation. Griechenland ist ja nicht einfach Mitglied der EU, sondern Griechenland ist eben ein Land, dessen Vorgängerregierung zum einen wirklich dieses Land hoffnungslos überschuldet haben. Da sind natürlich nicht nur die Banken beteiligt, sondern auch die vergangenen Regierungen, die ja ein unglaubliches System der Korruption, des Klientelismus aufgebaut hatten und riesige Schuldenberge hinterlassen haben. Und diese Schuldenberge sind ja dann mit diesem europäischen sogenannten Rettungsschirm, der eben wirklich nur Banken gerettet hat, auf den europäischen Steuerzahler übergegangen. Dadurch gibt es natürlich in Griechenland oder hat Syriza eine Situation geerbt, wo Griechenland quasi ein Protektorat europäischer Institutionen war. Und in der Situation muss ich sagen, großen Respekt, wie viel sie da immerhin doch auch an Freiräumen sich jetzt erkämpft haben in so kurzer Zeit. Also das ist ja nicht der letzte Schritt, das ist der erste Schritt. Und das muss natürlich auch weitergehen. Also Griechenland darf irgendwann nicht mehr in dieser Form herumdirigiert werden. Man hat ja irgendwie das Gefühl, die deutsche Regierung regiert inzwischen mehr Griechenland als Deutschland. Also das ist ja einfach eine ganz üble Situation. Aber da sind vor allem auch die vergangenen griechischen Regierungen daran schuld, die eben mit ihrer Verschuldungspolitik Griechenland den Geldgebern, den Gläubigern auch ausgeliefert hatten. Frau Wagenknecht, Sie gehen also davon aus, dass man ein linkes Projekt, dass die griechische Syriza-Regierung ein linkes Projekt innerhalb der EU entwickeln kann und dass Griechenland unter Alexis Tsipras mit der Austeritätspolitik brechen kann? Naja, wie gesagt, es ist nicht die EU zurzeit das Problem, es ist die Abhängigkeit von den Rettungsschirmen. Ich bin überzeugt, dass Griechenland einen Schuldenschnitt braucht. Und ich glaube auch, dass die griechische Regierung das spätestens, wenn in 4 Monaten das nächste Paket verhandelt wird, mit Sicherheit auf die Tagesordnung setzen wird, weil es ja auch völliger Schwachsinn ist, diese riesigen Schulden, von denen jeder weiß, dass sie nicht tragfähig sind, immer wieder zu refinanzieren. Das ist einfach Irrsinn. Das heißt, es muss einen Schuldenschnitt geben, dadurch natürlich auch die Möglichkeit zu einer Unabhängigkeit, zu einem Neustart. Und das ist etwas, was nach meinem Gefühl diese neue Regierung sehr, sehr couragiert angeht. Und das finde ich gut. Dabei muss man sie unterstützen. Da müssen wir auch absolut solidarisch sein. Und es ist natürlich jetzt so die Schwierigkeit der Anfangsschritte, wenn man in eine Situation hereinkommt, wo zunächst mal Griechenland ja so gut wie gar keine Unabhängigkeit mehr hatte. Könnte die Unabhängigkeit denn auch dadurch erreicht werden, dass Griechenland mit Akteuren außerhalb der EU verhandelt, also mit den BRICS-Staaten? Diese Diskussion ist ja geführt worden im Fall von Russland. China hat auch gewisse Interessen hier. Wäre das eine Perspektive? Also ich gehe davon aus, dass diese Wege alle ausgelotet werden und dass es jetzt einfach nur die Situation war, es war keine Zeit. Also Ende Februar wäre das Paket ausgelaufen und sie waren jetzt unter einem unglaublichen Zeitdruck. Und ich denke, dass das einer der Gründe war, warum sie jetzt gesagt haben, okay, wir brauchen erstmal Luft, wir brauchen erstmal Zeit. Jetzt haben sie 4 Monate und ich denke nicht, dass sich das, was sich jetzt abgespielt hat, so nochmal in 4 Monaten wiederholen wird, sondern ich denke, bis dahin werden sie auch andere Wege gefunden haben.